Hey Leute, ich muss euch kurz erzählen. Leute, ich habe 100 Tage Minecraft-Schwermodus überlebt. In dem heutigen Video fasse ich euch zusammen, was ich alles erlebt habe. Das hier ist Teil 1 eines kompletten Minecraft-Projektes. Das heißt, like und abonniert jetzt sofort den Kanal, damit Teil 2 möglichst schnell rauskommt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Spawnte direkt an so einem Ort. Ich habe natürlich sofort mal ein bisschen Holz geholt. Ich habe direkt mal fast alle möglichen Werkzeuge gemacht und jetzt hatte ich vor, mich in eine Mine zu bauen, um vielleicht in eine Höhle ranzukommen und dann meine ersten Erzen, die ich natürlich gebrauche. Zum Glück habe ich direkt Kohle gefunden. Kohle gebrauche ich auf jeden Fall, um mir Fackeln zu machen, um meine Insel auszubeleuchten. Ich habe mir direkt mal Fackeln gemacht und habe angefangen, meine Insel ein bisschen zu beleuchten. Ich habe mir natürlich direkt einen Ofen gemacht, den ich aber noch nicht wegen meiner Workbench platziert habe. Und jetzt fange ich noch an, mit meiner Axt noch mehr Bäume zu fällen, damit ich mir noch Sticks machen kann. Noch mehr Fackeln, damit ich mir noch mehr Fackeln machen kann. Und damit ich mir auch noch mehr Werkzeuge machen kann. Dann machte ich mir mal fast alle möglichen Steinwerkzeuge. Ich habe mir dafür in der Mine extra noch ein bisschen mehr Steine geholt. Und natürlich darf ein Steinschwert nicht fehlen, Leute, um die Monster zu bekämpfen. Dann habe ich mir noch ganz viel mehr Fackeln gemacht und überall, wo ich noch nicht ausgeleuchtet habe, meine Insel noch ein bisschen beleuchtet, so damit auf gar keinen Fall hier irgendwelche Monster spawnen können. Und mir ist noch aufgefallen, ich sollte mich auch mal um mein erstes Haus kümmern und hier sind auch noch Lamas auf meiner Insel. Als ich mit meinem Hausbau anfing, hatte ich vor, noch ein klitzekleines bisschen Kies abzubauen, damit ich auf jeden Fall einen Feuerstein für mein Feuerzeug habe. Das brauche ich ja, um mir ein Netherportal anzuzünden. Es ist auf jeden Fall langsam Nacht geworden und ich habe immer noch kein Bett, aber da hinten ist ein Schaf. Tut mir leid, ich muss es töten. Dann kriege ich nämlich Wolle. Ich habe leider noch keine Schere. Ich weiß, was? Der hat nichts gedroppt? Stimmt ja, die Babyschafe droppen gar nichts. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Habe ich völlig vergessen. Mir fiel erst jetzt gerade auf, dass die Beleuchtung meiner Insel eigentlich gar keine so schlechte Idee war. Hier sind noch keine einzigen Monster. Naja, dann hätte ich mir einfach mal gedacht, mit meiner niegelnagelneuen Steinaxt fäll ich einfach mal noch mehr Bäume, weil ich mein Holz in Minecraft ist ja immer gut. Wurde ich schlechterweise freundlich von einem Creeper begrüßt, den ich aber so schnell wie möglich besiegt habe. Bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren. Bitte nicht. Bitte nicht in die Luft gehen, bitte nicht. Oh mein Gott, puh, da schießt Pulverscheiß drauf. Ich hatte schon viele Bäume auf meiner Insel gefällt. Guck mal, hier ist fast kein Holz mehr. Ich musste auf jeden Fall noch mehr Bäume anpflanzen. Nur noch einen Baum auf dieser Insel habe ich noch nicht gefällt. Es wurde an der Zeit, noch mehr Bäume anzupflanzen und ich glaube, die Kühe hatten gerade extrem Streit. Ich hatte vor, mit meiner niegelnagelneuen Steinspitzhacke nochmal in die Höhle zu gehen und ein bisschen Kupfer abzubauen, das ja mit der Holzspitzhacke so verdammt lange geht. Zufällig hatte ich in meiner Höhle noch ein bisschen mehr Kohle gefunden, hatte mir noch ein paar mehr Sticks gemacht, um mir dann noch mehr Fackeln zu machen. Und habe mir dann noch mehr Fackeln gemacht, weil ich hatte auch mal vor, auf eine andere Insel rüber zu gehen, die ich natürlich auch noch in der Nacht beleuchten muss. Und auf jeden Fall, vielleicht ist ja ein paar von euch schon aufgefallen, ich muss mich auf jeden Fall auch mal auf die Suche nach einem Bett machen, weil es war extrem dämlich, dass ich aus Versehen da drauf gejumpt bin. So, dann beleuchten wir die ganze Insel. Hier sind auf jeden Fall noch extrem viele Bäume. Aber auf jeden Fall geht das Ganze auch noch viel weiter. Und ich glaube, meine Insel ist eigentlich gar nicht mehr so eine richtige Insel. Während Nacht ist auf eine andere Insel zu gehen, die noch nicht beleuchtet wurde, natürlich eine dumme Idee, weil ich wurde natürlich von netten Monstern überrascht. Und jetzt werden die mich auf jeden Fall auch noch auf meine Insel verfolgen. Extrem dumm eigentlich. Da habe ich eine Spinne gesehen, ein paar Zombies. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder zurück zu meiner Insel zurückkehren, bevor ich wirklich noch sterbe, weil das wäre ja schade, weil dann wäre das Projekt ja schon zu Ende. Ich mache meinen Hunger an. Ich muss auf jeden Fall meine beiden Hühner töten. Aber wo ist das andere hier? Ich muss auf jeden Fall beide Hühner töten, damit ich ein bisschen mehr zu essen hatte. Und auf jeden Fall fing auch schon Tag 2 an. Und die Nacht ist wieder vorbei. Das heißt, ich habe jetzt genug Zeit, die andere Insel zu erkunden und sie zu beleuchten. Und da hinten steht noch ein fetter Zombie-Village am Wasser. An Tag 2 hatte ich natürlich vor, die andere Insel zu erkunden und sie völlig zu beleuchten und natürlich auch noch mehr Holz zu fällen, also noch mehr Bäume zu fällen, damit ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Holz habe, die ja dann noch mehr Werkzeuge machen kann und vielleicht finde ich auch heute schon meine ersten Diamanten. Dann habe ich auf jeden Fall auch noch angefangen, ein bisschen mehr Bäume zu fällen, damit ich ein bisschen mehr Holz habe, weil wie bereits gesagt, Holz in Minecraft ist ja immer gut, gebraucht man für jeden Scheiß.
Ich würde direkt mal ein schwarzes Schaf, damit ich Wolle habe, um mir ein Bett zu machen. Und dann fand ich zufällig noch ein Hexenhaus, wo ich aber noch nicht hinging, weil ich wollte sicher nicht zum Sterben, indem ich von Drecken angeworfen werde. Dann fand ich noch vor, diesen Wald ein bisschen zu beleuchten, aber ich hatte eh nur noch 3 Fackeln und musste mich auf die Suche nach mehr Kohle machen. Von daher hatte ich einfach mal vor, wieder zurück in meine Mine zu kehren. Muss ja immer mal sein, ne? Ich würde sagen, den Ofen stelle ich mal neben meine Werkbank und jetzt esse ich noch etwas. Und dann würde ich sagen, wird es auch mal Zeit, dass wir uns ein kleines Häuschen bauen. Doch zuerst mache ich mir hier noch ein paar Türen. Dann mache ich mir hier noch ein paar süße kleine Treppen für das Dach, das wir uns dann auch noch auf Treppen bauen werden. Und jetzt beginnt unser Hausbau. Ich hatte die kleine Unterwand gebaut, dann habe ich so eine Wand hochgezogen, also so einen Turm. Dann habe ich hier überall dran noch die Holzblöcke platziert, weil das hier soll eine komplette Fensterwand werden. Eines Tages werden wir diese Wand komplett ausfüllen, weil in diesem Projekt will ich so ein schönes Häuschen haben. Dann habe ich dasselbe auch noch auf dieser Seite gemacht. Hier so Holz vorbeigezogen, so und so und so. Selbstverständlich musste ich das natürlich noch mit der unteren Linie machen. So und so und so. Dann sollte das hier auch schon mal vorbei sein. Dann mache ich hier mal ein Block-MLG, nur eigentlich kein MLG, so und so und so. Dann habe ich natürlich hier wieder mal die Linie ausgefüllt. Ich muss auf jeden Fall auch auf mein Leben aufpassen. Natürlich muss man sich zuerst mal direkt ein bisschen verbauen. Und zack und zack und zack. Ich würde sagen, den verbauten Holzblock, mit dem ich mich verbaut habe, baue ich direkt mal ab, weil der muss nicht hier so rumstehen. Und zack, und das mache ich jetzt noch bei allen Welpen. Aber ich werde mit dem ganzen Haus, mit den Fenstern hier sicher noch nicht heute fertig. Zufällig wurde ich später noch von 2 kleinen Schweinchen nett begrüßt. Eins ist die Mutter und eins ist das Kind. Aber da auf die konzentrieren wir uns jetzt nicht. So, mit dem Haus bin ich jetzt auf jeden Fall fertig. Und es ist zufällig noch ein Villager hier gespawnt. Moin, Meister! Ich holte mir selbstverständlich noch ein bisschen Sand, damit ich mit dem Ofen die ganzen Fenster braten kann. Aber natürlich muss ich mir dafür noch ein bisschen Holz holen. Und auf jeden Fall, guckt euch doch mal mein Haus genau an. Das muss extrem viel Glas werden in all diese Lücken. Ich habe mir auf jeden Fall 24 Sand geholt. Dann habe ich das Ganze in den Ofen reingeschmissen, den Ofen angeschmissen und habe dann noch Glasblöcke gebraten, die dann spätestens gleich hier rauskommen werden. So, dauert noch ein kleines Weilchen und zack, da ist der erste Glasblock rausgekommen. Platzieren wir den sofort mal hier. Und für den Plünderer, den muss ich auch mal aus dem Wasser befreien und vielleicht will der ja auch auf meiner Insel leben. Und meine Güte, ich stinke doch nicht, du kleiner Hurensohn. Ich bin auch nicht hässlich. Du bist selber hässlich, du kleiner Hurensohn. Haha, das hast du verdient. Meine Güte, die sind alle so frech zu mir. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, hier endet das erste Abenteuer. Wie gesagt, liken und abonnieren, damit Teil 2 möglichst schnell rauskommt. Das würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.